Eine bulgarische Familie, also höchstwahrscheinlich Rotationseuropäer, kassiert pro Monat über 17.000 Euro sogenanntes Bürgergeld, meine Lieben. Darüber müssen wir dringend sprechen und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Diese zwölfköpfige bulgarische Familie ist auch noch, wie könnte es anders sein, Polizei bekannt. Und der Fall spielt natürlich, ja wo denn sonst, in Berlin. Da hat nämlich das Jobcenter mehr als 17.000 Euro pro Monat bewilligt. Man kann es sich nicht vorstellen. Grund, das will die Bild herausgefunden haben, ist Mietwucher. Die Bild tut jetzt so, als ob diese 17.000 Euro nur zustande gekommen sind, weil die Miete so teuer war. Und das Mietgeld geht in diesem Fall, so heißt es, vom Jobcenter, die sich sonst nicht weiter äußern wollten, auch direkt in die Hand des Vermieters. Aber ich habe das Ganze mal nachgerechnet. Direkt überwiesen bekommen erwachsene Bürgergeldbezieher ca. 530 Euro pro Monat. Für Kinder überweist das Jobcenter zwischen 357 und 471. Nehmen wir mal da den Durchschnitt 400 Euro. Dann wird schon mal an die Familie an Bargeld ausgezahlt 6.000 Euro. So, wir haben eine zwölfköpfige Familie und selbst wenn die Miete, wenn es kein Wucher ist, wir wissen, heute kostet schon in München zum Beispiel gerade gelesen, ein WG-Zimmer, Gemeinschaftstoilette, dies, das, 750 Euro. Also ich sag mal, für eine zwölfköpfige Familie, da musst du schon in einer Großstadt wie Berlin 3.000 Euro zahlen und dann ist es trotzdem noch eng. Also gehen wir mal von 3.000 Euro aus. Sind wir schon bei 9.000 Euro. Dann kommt ja aber noch die Krankenkasse hinzu und ich weiß nicht, was da noch so alles dabei ist. Also es ist auf jeden Fall fünfstellig, was diese bulgarische polizeibekannte Familie, ich will uns nochmal, kassiert. Ob nun mit Mietwucher oder ohne. Fünfstellig. Und das muss der deutsche Steuerzahler berappen. Carsten Hilse, Bundestagsabgeordneter der AfD, hat sich dazu auch geäußert, meine Lieben. Und damit schließe ich schon mal. Heute rein mit weiter und bis später. Jeden Tag beweist sich wieder, dass die AfD recht hat. Das Bürgergeld ist ein Migrantengeld. Jeder, der früh aufsteht, fleißig zur Arbeit geht, ist in Deutschland der Gelackmeierte. Eine bulgarische Familie erhielt von März bis September monatlich 17.000 Euro, monatlich wohlgemerkt. Und auch der Bescheid des Jobcenters für den Januar weist auch knapp 18.000 Euro auf. Jeder, der früh aufsteht, arbeiten geht, fleißig, bezahlt diese Sozialschmarotzer mit. Das muss ein Ende haben. Remigration.